Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Westerade. Heute mal wieder auf dem Season-Spielstand. Das wird auch die nächste Zeit, glaube ich, so bleiben, weil wir haben hier viel zu tun. Wir haben jetzt Frühlingsmittel. Ich muss jetzt mal eben einmal unsere Wiese düngen, damit wir die nachher abernten können. Was dann halt auch noch aufgenommen wird, was dann in den nächsten Tagen kommt. Ja, es ist 6.20 Uhr, also na, wir haben jetzt, es ist jetzt irgendwie kurz vor 12, also die Folge wird heute wohl ein bisschen später kommen. Ich hab ein bisschen verpennt. Da läuft die Susi schon wieder rum. Mehr Licht habe ich nicht. Das muss jetzt reichen. Ja, das Feld ist nicht überall in der dritten Düngestufe oder die Wiese in dem Fall noch. Es wird noch wieder ein Feld, das müssen wir nämlich auch noch heute bzw. morgen. Wir spielen ja jetzt auf 6 Tagen, also haben jetzt ja den ersten Frühlingsmittag. Müssen das also heute noch abernten und umgraben, umfühlen, also Frühlingsmitte auf jeden Fall noch, weil wir wollen Frühlingsende mal eben. Und wir haben zur 2 Tage Zeit, am 5. und 6. können wir erst Sojabohnen und Körnermais pflanzen, okay. Ja gut, dann haben wir noch ein bisschen, Zeit. Weil wir haben mit den Ballen machen auch noch genug zu tun. Noch mal das Wetter ab, dass das noch ein bisschen besser wird. Momentan brauchen wir eh nicht mähen. Aber es soll ja bald besser werden. Himmel sieht auch schon, da ist noch ein bisschen dunkel, aber da sieht ja so aus, als wenn es bald besser wird. Wollen wir mal abwarten, ne? Speicherloch. Hier haben wir jetzt mal eine, ja, meine Folge Dings. Tobi hat schon keine Lust mehr. Ey gut, der muss wahrscheinlich auch nur mähen und hat jetzt so weiter nichts zu tun. Felder sind wahrscheinlich alle gedüngt. Sieht aber auch böse wenig. So sieht man ja schon bald mehr, ne? Ich habe mein Headtracking wieder nicht an. Das lerne ich auch nicht mehr. Das vorher anzumachen. Ich muss jetzt gleich nochmal eben schnell die Folge rendern. Hoffe, dass das jetzt. Oh. Sound. Wenn die am 14 Uhr noch nicht zu sehen war, dann tut mir das leid. Dann hat das mit dem Rendern und Hochladen nicht so schnell geklappt, wie ich das wollte. Aber ich gebe mir Mühe. Wie gesagt, ich nehme heute auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf. Das Mähen, Schwaden, Pressen, Verkaufen. Da wird es noch ein paar Folgen von geben. Auch wenn das Umflügen nehme ich dann wahrscheinlich morgen auf. Muss ich schauen. Ich mache nachher auch den Stream an und nehme nicht auf. Ich muss mal schauen. Ich weiß das noch nicht. Eventuell streame ich nachher ganze Mähen und so. Aber ich werde die Folie mal hier fertig, dann kommt die erstmal raus und dann entscheide ich. Ja, in der Zeit, wo sie hochlädt, brauche ich dann auch nicht anfangen zu streamen. Aber wenn sie denn hochgeladen ist, dann, ich muss mal schauen. Also ihr könnt ja mal auf Twitch vorbeischauen.
ob wir am Stream sind oder nicht. Wir machen jetzt hier einfach mal. Was sagst du da drin haben? Sieht auch echt böse wenig. So sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Da hinten sieht das Wetter auch gut aus. Ja, ich hoffe mal, dass das mit dem Regen bald aufhört. Dass wir hier dann bald anfangen können zu mähen. Alles so, ne? Ihr wisst schon. Das freue ich mich auf den 19er, wenn man dann auf der Wiese und so. Ich meine, wenn es halt auch, ich hoffe, dass es halt auch auf den Wiesen ist. So sah das jedenfalls in den Trailern aus, dass man da halt das Unkraut totspritzen muss, dass die Spritze halt endlich mal die Funktion hat, wofür sie mehr oder weniger eigentlich da ist. Da freue ich mich drauf. Das wird schon gut. Das ist aber echt ein Schiedwetter. Also nächste Woche, also wie gesagt, ich werde nämlich noch, also definitiv die Tage irgendwie ein bisschen mehr aufnehmen, weil ich bin nächste Woche über die Woche hinweg selber nicht zu Hause wegen der Maßnahme. Da werde ich oder nicht viel zu Hause, sagen wir es so. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich da zum Aufnehmen kommen werde. Wrestling, also für die Leute, die halt auch Wrestling gucken und halt, also Wrestling und LS gucken, da kommt jeden Tag weiter eine Folge. Da komme ich bis zum nächsten Wochenende erstmal hin, da habe ich erstmal genug aufgenommen. Und LS, ja, muss ich mal schauen. Das ist eigentlich noch nicht so gut, das kann auch Olaf zwischendurch notfalls aufnehmen. Also, da werdet ihr auf jeden Fall auch weiterhin täglich eine Folge kriegen. Das ist nicht, das sagt da, das soll daran, das wird nicht das Problem sein. Ich werde es aber halt nicht mehr täglich machen. Also ich werde nicht täglich aufnehmen. So. Wahrscheinlich nicht. Ich muss mal schauen, wie ich das so mache. Aber mich freut auch, dass das Wrestling Let's Play so gut angenommen wird. Also über die Aufrufzahlen bin ich echt froh. Also da bin ich ehrlich nicht gedacht, dass das doch so viele sind. Aber ja, ich hoffe, das bleibt so. Also, wie gesagt, alle, die Wrestling gucken, immer gern reinschauen. Wenn ihr den einen oder anderen kennt, der sich für Wrestling interessiert und die Spiele toll findet, dann mal, könnt ihr mal ihm meinen Let's Play empfehlen. Würde ich mich drüber freuen. Ja, da sind ein paar kürzere Folgen zwischen, da sind auch ein paar längere zwischen. Vielleicht sind da auch ein paar Cliffhanger zwischen. Also, ich habe so ein paar Sachen aufgenommen, da sind halt echt Cliffhanger drin. Aber dann wäre die Folge einfach viel zu lang geworden. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da brauche ich keine halbe Stunde Folge machen, weil die guckt sich dann keiner mehr an. Ich werde es mir auch nicht angucken.
Da sind dann auch viele Folgen bei, die sind nur 10, 11 Minuten lang. Und nein, die sind jetzt nicht 10, 11 Minuten lang, weil ich da den Wärme draufschalten kann, weil wir dann eh noch keine Wärme schalten. Ich habe dann halt nur, da ist dann nach 10 Minuten irgendwie was passiert, wo ich dachte, wenn ich das jetzt noch mit reinnehmen, wird die Folge irgendwie 20, 25 Minuten lang. Das wird mir zu lang. Deswegen ist sie dann halt nur 10, 11 Minuten lang. Andere Folgen sind dafür dann 15, 16 Minuten lang. Ich habe halt, ich habe mein Bestes gegeben, um da irgendwie eine vernünftige, das vernünftig aufzunehmen. Gibt halt auch eine Folge, die hört halt wirklich, ja, die hört nicht mitten im Match auf, aber die hört halt auch nicht nach dem Match auf. Das ist so ein bisschen, also müsst ihr euch dann anschauen. Aber wie gesagt, ich rede hier schon wieder nur über WWE, wir wollen hier über LS reden. Ja, wie gesagt, also ich werde nachher sehr wahrscheinlich den Stream anschmeißen und mähen. Gucken wir mal, was in zwei Wochen, in 2 Stunden das Wetter sagt. Also wenn ihr die Folge guckt, also wie das Wetter denn auf dem Server ist, dass der schon trocken ist und der Boden auch trocken ist. Ich weiß gar nicht, wie man, kann man im Seasons mähen, wenn der Boden noch feucht ist? Ich glaube nicht. Also ich hoffe einfach mal, dass das Wetter bald besser wird, dass ich dann wirklich noch mähen kann. Also mal frage ich mal mit Mikey, ob der Lust und Zeit hat mitzuspielen, dann weil alles alleine, das schaffe ich ja gar nicht. Vor allem ist das ja auch unser Hof, das will ich dann ja auch mit ihm zusammen machen. Deswegen, also da mit dem, das ist daran hängt das jetzt gerade mal so ein bisschen. Aber ich gehe davon aus, wir hatten das ja wie letztes schon mal, ja, ich hatte das, wir hatten das letztes schon wie ein Streamer, ich sagte, ja, ich wollte den hier mähen und so, er sagte, ja, bin ich dabei, aber ich muss das nachher halt nochmal kurz abschneiden, kann ja sein, dass bei ihm jetzt was dazwischen gekommen ist. Oh, das spritzen die Stängel, das war bestimmt nicht gesund dafür. Aber das muss jetzt, wenn da jetzt ein, zwei, in der jetzt ein Meter Streifen ist, der nicht gedüngt ist, ja, mein Gott. Da werden wir jetzt nicht arm von. Da kostet das Spritzen, glaube ich, mehr, als was ich durch das Gras, was ich da einfach auf diesen Streifen mehr runterkriege, bezahle. Feldübersicht, Lunsen, ja, siehst du, dieser kleine Streifen. Also ich glaube, dafür brauche ich mehr Flüssigdünger als das, was es mir im Nachhinein einbringt. Nehmen wir mal die Feldausfahrt heute. Gut, dass hier hinten kein Verkehr fährt. So, dann geht es jetzt noch zum Hof. Dann soll es das für diese Folge aber auch schon gewesen sein. Dann ist die jetzt auch mal ein bisschen kürzer als die anderen. Hat die jetzt auch mal nur knapp 14 Minuten. Aber wo ich mir die Schlüssel weggestellt habe und so, sind wir bei 15 Minuten auch angekommen. Also, dann haben wir unsere Folgenlänge wieder erreicht. Dann ändere ich das jetzt ganz schnell und hoffe, dass ich die noch rechtzeitig hochgeladen kriege. Und ja, wünsche euch dann auf jeden Fall noch einen schönen Rest Donnerstag. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, schaut nachher gerne mal bei Twitch rein. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der Stream nachher an ist. Und ja, bis dahin immer artig bleiben. Ciao.